Aber gratuliere, 27 Minuten, 9 Sekunden, ins Gefühl, das ist recht gut. Ja, das ist gemäss dem Plan, den wir nachher überkommen vom Basler Stadtlauf, ein 5er-Schnitt, also 5 Kilometer. Nein, Moment. Doch 5 Kilometer in. Ja. Moment. Ja, 5er-Schnitt, ja. Genau, das heisst was schon wieder? 5 Kilometer. Pro Stunde. Mhm. Genau, okay, gut. Also doch, immerhin. Eigentlich noch gut, ja. Das ist eigentlich noch gut. Ja. Du hast ja gerade gesagt, Maria, im Beitrag, wenn es gehört, sehr gut. Bist du zufrieden mit Toni, wenn es sich da geschlagen hat? Ich bin sehr zufrieden, ja. Also, er hat es wirklich super gemacht. Einfach schnell losgerannt. Das ist wirklich einfach so gewesen. Schnell also, losgerannt. Habe ich viel überholt. Und danach, dann in der zweiten Runde, wie Maria schon gesagt hat, hat dann andere wieder mich überholt, weil ich einfach ein bisschen langsamer war und nicht mehr gar nicht mehr haben mögen. Ich hatte einfach eine schlechte Einteilung, aber trotzdem finde ich die 27 Minuten eigentlich noch eine gute Zeit. Also mein Ziel war dann erreicht, wo ich gesagt habe, dass ich gerne unter 30 Minuten sein würde. Ist das auch etwas, was du jetzt mitnimmst, vielleicht für den Silvesterlauf, dass du dort weniger schnell anfängst? Oder? Ja, wir haben es schon angeschaut. Das ist ja dann 10 Kilometer und das heisst fast das Doppelte dann vom Basler Stadtlauf. Und wir haben gefunden, hey, wenn ich richtig laufe, könnte ich, oder wir haben jetzt mal als Ziel gesetzt und gesagt, weißt du was, 55 Minuten. Das ist wieder mehr als ein 5er-Schnitt. Man kann ja nicht den 5er-Schnitt durchheben. 10 Kilometer lang. Aber wenn ich es richtig einteile, mit dem Anfang einen schönen Einlaufen, dann einen Teil schneller und am Schluss dann wieder, je nachdem, bei Mager und nicht, halt wieder ein bisschen auslaufen, könnte es möglich sein. Aber also, wir schauen mal. Sicher wichtig, dass eben so auf das Einteilen konzentrierst und nicht einfach mal voll am Anfang. Genau, sonst bin ich wieder kaputt und dann mache ich gar nicht fertig rennen. Und wenn ich dann wenigstens merke, hey, nach 7-8 Kilometern ich mag noch, kann ich dann noch Gas geben. Okay. Aber sonst, ja, schau. Also ich glaube, das haben wir so etwas abgemacht. Maria, absolute Scheiße. Wie bereitest du dich jetzt eigentlich noch vor, die letzten Tage so? Also die letzten Tage ist wichtig, dass er sich mental noch gut darauf einstellt. Wir haben Lauftraining, also er wird die Woche nochmal 10 Kilometer laufen und das andere ist eher Regenerationstraining, relativ gemütlich, Stabilisationstraining. Ein bisschen Krafttraining und nur schauen einfach, dass er sich gut und gesund ernährt. Obwohl, okay. Wie gesagt, Stabilisationstraining ist nicht einfach. Okay. Da ganz kurz vorzeigen, ja, ist einfach so auf einem Fuß stehen und dann musst du halt, also hast du noch das Küsschen unter dem Fuß, also hast du gar kein Gleichgewicht mehr. Und dann musst du den Fuß strecken und dann nicht abstehen und wieder hinterher strecken. Und das zum Teil 10 bis 15 Mal. Okay, das ist sicher nicht so einfach, ohne umzugehen. Aber sicher eine gute Übung, dass man dann nicht während dem Lauf umgeht. Jetzt, Maria, nimmt es mir noch Wunder. Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was etwa so Zielzeit könnte sein vom Toni für den Silvesterlauf. Jetzt hast du noch gesehen, im Basler Stadtlauf. Was ist das Ziel? Also mein Ziel ist nach wie vor, dass er sich nicht verletzt. Aber zeitmäßig jetzt? Zeitmäßig eine Stunde. Also ich habe dir zwei 55 Minuten reingeschaut, dass du ein bisschen Motivation hast. Ich sage, mit einer Stunde bin ich super happy. Ich würde sagen, das ist sehr gut. Also, alles unter einer Stunde ist sicher ein grosser Erfolg. Jetzt könnt ihr auch noch einen grossen Erfolg für euch verbuchen. Und zwar könnt ihr die 100 Franken Topfahrgutschein gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, wie gehabt, in den Chat reinschreiben. Wie schwer ist der Toni echt jetzt als Tipp? Letzte Woche war er 83,4 Kilo. Hat er zugenommen, hat er vielleicht beim Basler Stadtlauf ein bisschen abgenommen? Wer weiß. Bleibt dran, nachher erfahren wir es.